Hier im Hörsaal des Europa-Instituts an der Universität des Saarlandes haben wir die Refugee Law Clinic Saarbrücken besucht und konnten einen Einblick in einen Workshop zur Gesprächsführung mit anschließendem Fallrepetitorium besuchen. Die Referenten Heinz-Peter Nobert und Brigitte Nowal teilten an diesem Samstag ihr Fachwissen mit den engagierten Teilnehmern der Refugee Law Clinic. Wir haben mit Vorstandsmitglied Carsten Klose über die Refugee Law Clinic gesprochen. Ich bin der Carsten von der Refugee Law Clinic, vom Vorstand des Vereins. Bin auch zuständig für Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen. Und wir organisieren zusammen im Vorstand die Vorlesungen. Was ist die Refugee Law Clinic? Das ist, also Law Clinics, das kommt aus dem angloamerikanischen Raum. Das ist verbreiteter, dass man an Unis direkt in die Praxis auch geht, Erfahrungen sammelt und dass Studenten dann beratend auch tätig sind. Und Refugee Law Clinics in Deutschland gibt es einige Projekte. Mittlerweile gibt es auch ein Netzwerk. Und die haben sich eigentlich alle zum Ziel gesetzt, dass man eine kostenlose Rechtsberatung für Flüchtlinge, für Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, anbieten kann. Und die Leute von der Anhörung beim BAMF bis zur Anerkennung, bis zu Behördengängen berät und unterstützt. Die Idee entstand unabhängig in den Köpfen von verschiedenen Leuten, die jetzt auch im Verein aktiv tätig sind. Wir haben von ähnlichen Projekten aus anderen Bundesländern, von anderen Unis gehört gehabt und haben dann alle die Idee gehabt. Jana hat dann, die auch unsere Vorsitzende ist, hat dann eine Einladung gemacht zu einer Veranstaltung. Da gab es ziemlich großes Feedback, waren um die 70 Leute da, wenn ich mich recht erinnere. Und dann haben wir direkt beschlossen, dass wir jetzt einen Verein gründen und das Projekt angehen. Wir haben also eine einjährige Ausbildung angedacht, um das sicherzustellen, dass die Leute, die dann in die Beratung gehen, auch wissen, wovon sie reden. Und die ist in der Form von einer Ringvorlesung organisiert. Also da werden verschiedene Referenten eingeladen zu Themen Dublin-Verfahren, Familiennachzug. Alles, was eben eine Rolle spielt in der konkreten Beratung, wird dann abgehandelt und in Workshops dann auch nochmal vertieft. Nur wenn Sie dann mit Nachteilen behandelt werden in einem sozialen System oder von humanitären System, aber das heißt ja nicht gleich, dass Sie dann das in Asyl gelegt haben. Nee, das ist richtig. Man muss vorher erstmal einen abklären, ja, erstmal, um dann rauszufinden, haben die eine Chance oder nicht? Das sind so die ersten Fragen, die man abklärt. Nein, die haben keine Chance. Die Workshops sollen tatsächlich so ablaufen, dass man also an konkreten Beispielen, zum Beispiel die Beratungssituation, wie sollte so ein Erstgespräch aussehen, was sind die wichtigen Fragen, wie stelle ich sicher, dass alles Relevante zum Sachverhalt nachher auf meinem Papier steht, anhand dessen ich dann irgendwie arbeiten kann. Da wird es also darum gehen, in den Workshops auch dann natürlich im zweiten Schritt die konkreten Fälle auch zu bearbeiten. Also die erste Hürde, die zu nehmen ist, ist den Sachverhalt zu erfassen. Da braucht man Dolmetscher wahrscheinlich oder Sprachmittler. Und dann muss man nachher entscheiden, welche Chancen bestehen, wo kann man ansetzen. Und das soll in den Fallrepetitorien, in den Workshops geübt werden. Ist das dann eine Duldung oder? Nein, die kriegen dann auf 25 Absatz 3. Okay. Also wenn die Voraussetzungen eines krankheitsbedingten Abschiebeverbots vorliegen, kriegen die, wird das nach 60 Absatz 7 festgestellt? Für dieses Semester ist das die letzte Veranstaltung. Wir werden voraussichtlich noch in den Ferien oder im kommenden Semester dann direkt eine Veranstaltung, die mehr oder weniger fakultativ ist, zum Datenschutzrecht und zur IT-Sicherheit haben, die von Professor Sorge oder einem seiner Mitarbeiter gehalten werden wird. Und dann geht es im nächsten Semester auch direkt weiter mit materiellem Recht und mit Veranstaltungen zur weiteren Vertiefung. Also einjährige Ausbildung heißt natürlich zwei Semester. Das ist natürlich gerade im Asylverfahren auch nochmal ein bisschen, oder im ausländerrechtlichen Asylverfahren auch nochmal ein bisschen anders als im, sag ich mal, wenn man jetzt ein normales zivilrechtliches Mandat hat. Macht mit, wenn ihr Interesse habt, wer uns unterstützen will, gerne auf die Webseite gehen. Da gibt es aktuelle Hinweise immer, wenn Fragen bestehen,
sich an uns wenden. Wir sind flexibel, es geht ja darum, die Leute auch in die Beratung zu bringen. Einerseits, das soll natürlich mit der Ausbildung sichergestellt werden, dass das nicht einfach so passiert. Und andererseits soll natürlich jeder, der sich jetzt einbringen will, auch sofort Anschluss finden können. Also einfach, wer Lust hat, direkt vorbeikommen und mitmachen. Thank you.